Heute schauen wir uns den PD3220U an. Einen 31,5 Zoll UHD-Monitor von BenQ. Ich selbst nutze den Monitor nun schon knapp 700 Stunden und kann demnach einiges dazu sagen. Vor allem für Content Creator im Web, aber auch Nutzer, die im Wechsel mobil und stationär arbeiten, ist der PD3220U super interessant. Doch klären wir erstmal die Basics. Die rund 80 cm Bilddiagonale präsentiert sich super clean und aufgeräumt. Keine lästigen Logos oder Schriftzüge auf der Vorderseite, nur Bildschirm, eingefasst in einem schlanken 8mm Rahmen, der hauptsächlich aus dem Frontglas besteht. Der untere Standfuß ist aus Aluminium und passt farblich sowie auch von der Form sehr schön zu entsprechenden Laptops. Besonders gefällt mir der große Verstellbereich des Monitors. In der niedrigsten Stellung ist der erste Pixel 8 cm vom Tisch entfernt. Ganz nach oben gefahren sind es dann 22,5 cm. Es ist der erste Monitor, den ich mit 1,93 m Körpergröße nicht auf das Maximum eingestellt habe. Wer möchte, kann natürlich auch einen separaten Monitorhalter per VESA 100 Verschraubung nutzen. Außerdem lässt sich der Monitor um 30 Grad zur Seite drehen, ohne den Standfuß zu verschieben. Das spart Platz und sieht zudem schick aus. Die Neigung nach vorn und hinten ist mit 20 bzw. 5 Grad Standard. Eine Pivot-Funktion ist ebenfalls mit am Start. Der Monitor lässt sich also problemlos in eine Hochkantausrichtung bringen. Insgesamt gefällt mir das Design und die Verarbeitung sehr gut. Der PD3220U ist mit 6 cm zwar ein wenig dicker als moderne Designerstücke, kann dafür aber auch einiges. Und das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Die Ausstattung ist wirklich sehr ordentlich. DisplayPort 1.4, 2x HDMI und 2x Thunderbolt 3 für das Videosignal. Besonders pfiffig ist der zweite Thunderbolt 3 Anschluss, denn so kann man zum Beispiel einen weiteren PD3220U anschließen, ohne diesen mit dem Rechner bzw. Laptop zu verbinden. Das wird dann einfach durchgeschleift. Das Netzteil ist übrigens intern verbaut, sodass lediglich ein schlankes Stromkabel zur Steckdose muss. Peripherie oder andere USB-Geräte können an 4 USB 3.1 Anschlüssen betrieben werden, 3x USB-A und 1x USB-C. Diese sind auf der Rückseite sowie an der rechten Seite des Monitors untergebracht. Und jetzt kommt der Trick. Der USB-Upstream wird mit dem stationären Rechner verbunden und übers Menü entweder an DisplayPort oder HDMI gekoppelt. Schließt man jetzt zum Beispiel Maus, Tastatur, ein Bildmischpult und einen Kartenleser an den Monitor an, kann man diese Geräte mit nur einem Kabel auch Plug and Play mit dem Laptop verwenden. Ein Thunderbolt 3 Kabel ist nun also in der Lage, Videosignal, Sound, Stromanschluss und Verbinder für die gesamte Peripherie zu sein. Das ist der sogenannte KVM-Switch und eignet sich natürlich, wie eingangs schon erwähnt, bestens für Anwender, die schnell und einfach zwischen Laptop und Rechner hin und her switchen wollen, ohne dabei zig Kabel umzustecken. Das On-Screen-Menü lässt sich mit einem kleinen Joystick auf der Rückseite steuern. Daneben befindet sich der Ein- und Ausschalter sowie zwei Shortcut-Tasten, die mit beliebigen Funktionen verknüpft werden können. Außerdem ist dieser Hotkey-Pack dabei, der bei Bedarf an einem Extra-Port auf der Rückseite angeschlossen werden kann. Hier lässt sich dann mit einem großen Drehrad zum Beispiel schnell die Helligkeit einstellen, Eingänge wählen oder Farbprofile aktivieren. Auch das Menü ist darüber zum Beispiel komplett und einfach steuerbar. Eine weitere Option, um Einstellungen vorzunehmen, ist Software. Mit dem Display Pilot kann alles mit Mausklicks eingerichtet werden. Besonders der Picture-in-Picture-Modus ist über die Software bequem zu konfigurieren. So können bis zu 4080p Streams auf einmal angezeigt werden. Auch beim PD3220U hat BenQ die mittlerweile sehr beliebten Blaulichtfilter mit an Bord. Wer zum Beispiel seine Augen bei Recherchearbeit, Surfen oder ähnlichem schonen möchte, kann diese einfach aktivieren. Ich habe mir die Low Blue Light Option zum Beispiel auf den Pack gelegt und kann so bei Bedarf schnell hin und her schalten. Das verbaute IPS-Panel gefällt mir besonders gut.
Es ist sehr blickwinkelstabil und trifft mit 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale und 3840x2160 Pixeln Auflösung eine sehr gute Schärfe und Darstellung. Die Ausleuchtung ist super gleichmäßig und auch das bei IPS-Panel gefürchtete Backlight-Bleeding hält sich in Grenzen. Es handelt sich übrigens um ein mattes Panel, das ist oberflächenbeschichtet und eliminiert Spiegelung erfolgreich, ohne allzu große Abstriche in Brillanz und Klarheit zu machen. Und somit ist das Arbeiten neben einem Fenster zum Beispiel problemlos möglich. Wobei kein Licht von der Seite natürlich wie bei jedem Display zur besseren Darstellung führt. Mit 300 Nits zählt das Display zwar nicht zu den hellsten, ist allerdings für einen stationären Monitor in diesem Einsatzzweck vollkommen ausreichend. 250 bis 300 Candela bzw. Nits sind hier der optimale Wert für die Augen. Klar ist der Wert bei einem iPad Pro zum Beispiel doppelt so hoch, allerdings wird ein Tablet auch zum großen Teil draußen verwendet, wo solche Werte eben notwendig sind. OLED-Fernseher haben locker dreimal so helle Displays, die zeigen allerdings auch ganz andere Inhalte an. Allgemein ist bei Helligkeit, Farben, Panel Art und so weiter echt viel Unwissen im Umlauf, doch ich versuche mal im nächsten Part ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Als Content Creator ist eine akkurate Farbwiedergabe bei einem Monitor essentiell. Leider ist das Thema sehr komplex, sodass es gerade hier auf YouTube häufiger nur oberflächlich behandelt wird. Das ist mir gerade in den unzähligen Reviews zum Apple Pro Display XDR aufgefallen. Obwohl ich hier definitiv auch kein Experte bin, möchte ich das Thema in diesem Video etwas mehr als nur mit "Der Monitor hat eine tolle Farbwiedergabe" behandeln. Okay, es gibt diverse Farbräume. Hier seht ihr die gängigsten und manche beinhalten sogar mehr Farben, als das menschliche Auge sehen kann. Andere decken hingegen deutlich weniger Farben ab. Der BenQ PD3220U wird mit einer Werkskalibrierung ausgeliefert und zeigt vor allem im sRGB, aber auch im größeren P3 Farbraum anständige Werte. Nun kommt es aber nicht darauf an, wie akkurat der eigene Monitor im krassesten Farbraum ist, sondern wie akkurat er in dem Farbraum anzeigt, in dem man eben Inhalte erschafft. Als Referenzmonitor eben. Produziert man also Inhalte für das Internet bzw. Social Media, ist sRGB aktuell das Maß aller Dinge, obwohl es ein verhältnismäßig kleiner Farbraum ist. Es ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner aller Geräte, die Social Media oder Internetseiten aktuell darstellen. Produziert man hingegen Inhalte fürs Kino oder Netflix, bearbeitet also hauptsächlich in HDR oder macht Fotos für Hochglanzmagazine, sieht das natürlich komplett anders aus. Da ist dann zum Beispiel P3 oder Adobe RGB deutlich interessanter. Aber fürs Internet, Social Media oder Video auf YouTube mit Rec. 709, was quasi sRGB gleicht? Nein, da definitiv nicht. Schaut man sich die Referenzmodi vom Apple Pro Display XDR auf der offiziellen Website an, muss man ziemlich weit scrollen, bis man sRGB überhaupt findet. Es ist natürlich da, aber eben als letzter Punkt in der Liste. Und das nicht ohne Grund. Auch in detaillierten Tests liest man Sätze wie "Almost no content creator spending this kind of money are mastering in sRGB." Untermauert von einer sRGB-Farbabdeckung von vergleichsweise gering 94,3% beim Pro Display XDR. Versteht mich da nicht falsch, das Pro Display XDR ist ein super krasser Monitor mit hoher Auflösung, unglaublich gutem Kontrastverhältnis, Mega-Erlebnis bei der Wiedergabe und natürlich auch astreiner Verarbeitung und für den Einsatzzweck, auch fürs Mastering, großartige Hardware. Aber warum empfiehlt jeder zweite Reviewer, das Teil für Content Creator, die Webinhalte schaffen? Warum nutzt jeder zweite Reviewer das Ding ohne Ambition für Druck, Kinoproduktion, Spieleentwicklung oder sonstigen sinnigen Einsatzbereichen? Man weiß es nicht. Wie gesagt, vielleicht übersehe ich da ja auch was, aber technisch macht das, soweit ich das jetzt verstanden habe, nicht so mega Sinn. Ich denke, für Webinhalte wird sRGB noch etwas länger das Maß aller Dinge sein, auch wenn Plattformen wie Instagram schon länger versuchen, den größeren Farbraum, zum Beispiel beim iPhone, mit einem doppelgleisigen Modell besser zu nutzen.
Aber aktuell mastert und exportiert man für Web in aller Regel in sRGB bzw. bei Video im äquivalenten REC 709. Das werdet ihr in jedem Tutorial für Instagram-Export nachlesen können. Bei Grafiken oder Fotos für Amazon, Online-Shops, eBay und so weiter gilt überall das Gleiche. sRGB is the way to go. Und unter anderem für diesen Zweck, um die Kurve mal wieder zu bekommen, ist der BenQ PD3220U bestens geeignet. Ich selbst habe mit dem Monitor schon unzählige Grafiken erstellt, Videos farbkorrigiert bzw. Fotos bearbeitet und bin absolut zufrieden mit der Farbwiedergabe und natürlich auch den Features, die damit einhergehen. Wohl bemerkt für Web, also mit Druck oder Kino habe ich persönlich nichts zu tun. Auch wenn ich den PD3220U nicht als Referenzmonitor für HDR-Inhalte empfehlen kann und er dafür übrigens auch gar nicht gedacht ist, sorgt er mit der HDR10-Spezifizierung für sehr schöne Bilder beim Konsumieren dieser Inhalte. Netflix mit diesem Monitor macht zum Beispiel sehr viel Spaß und sieht absolut fantastisch aus. Doch auch Zocken ist möglich. Klar, mit 60 Hertz ist der Monitor natürlich kein waschechter Gaming-Monitor. Das Panel liefert dennoch eine großartige Wiedergabe mit 60 Bildern die Sekunde und gerade im Hinblick auf HDR10 und der UHD-Auflösung ist das einfach optisch ein sehr schönes Erlebnis. Selbst bei schnellen Spielen, also ich habe das echt genossen und auch die Reaktionszeit ist mit 5 Millisekunden Grau zu Grau ordentlich und reicht für Shooter und so weiter im ambitionierten Casual-Bereich vollkommen aus. Wer sich einen Monitor nur für Gaming holt, klar, der guckt auf 144 Hertz oder höher, beziehungsweise dem sind dann auch ganz andere Sachen wichtig. Aber hiermit kann man auch als Freelancer bzw. Content Creator mal eine schöne Runde zocken und hat dabei ein schönes Erlebnis. Der PD3220U ist ein großartiger Monitor mit riesem Feature-Set, schöner Optik, sauberer Verarbeitung und eignet sich für Content-Creator im Web auch astrein als vergleichsweise günstiger Referenzmonitor. Besonders gefällt mir der KVM-Switch für den schnellen Wechsel zwischen stationärem Rechner und Laptop und die einfache Bedienung in Verbindung mit der sehr ordentlichen Performance im sRGB-Farbraum. Bei Interesse findet ihr wie immer einen entsprechenden Link zu Amazon unten in der Videobeschreibung und auch bei Fragen zu dem ganzen Thema stehe ich gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Ich bin nicht allwissend, wenn ihr mich erleuchten wollt mit weiteren Infos, die ich hier vielleicht nicht genannt habe oder auch Fehler drin waren, dann schreibt mir das bitte alles gerne unten rein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank auch an BenQ, die mir diesen Monitor für den Test zur Verfügung gestellt haben. Und da es viele immer brennend interessiert, nein, Geld habe ich für dieses Video leider keines bekommen. So, ich bin erstmal wieder draußen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Peace!